Hi ihr Lieben, hier ist Diane von Neko. Heute zeige ich euch, wie ihr hier diese schöne Frühlingssocke stricken könnt. Die Anleitung hierfür habe ich von der lieben Tina von Fritz Vollkommen erhalten und sie nennt sich Spring Blossom Ring Socke. Die Anleitung könnt ihr über die Tina von Fritz Vollkommen erhalten und das verlinke ich euch hier unter dem Video. Also lieben, lieben Dank, liebe Tina, dass ich das für dich hier vorstellen darf. Ich habe als Garn, habe ich jetzt hier diese wunderschönen Farben von der Anke von Krakenjans genommen. Das ist eine vierfädige Sockenwolle, strickt sich wunderbar. Und ihr bräuchtet noch ein Neko Bambus Flexstrickspiel der Stärke 2,5 oder 2. Also die Tina hat vorgeschlagene Stärke 2, ich habe jetzt 2,5 genommen. Was ich euch noch hier zeige, ist, die finde ich sehr, sehr gut, diese Fersenart. Das ist die Sichelferse. Zeige ich euch mal hier. Das ist diese Sichelferse. Und zwar habe ich mir die angeschaut von der Jennifer Ruschinski. Die hat dazu ein Video gedreht mit einem herkömmlichen Strickspiel. Und ich zeige euch, wie ihr diese Sichelferse stricken könnt mit dem Neko-Strickspiel, wo ihr nur noch 3 Nadeln benötigt. Also danke, liebe Jenny, dass ich das zeigen darf. Und ich finde die prima auch zum Tragen, weil man hat hier so ein bisschen mehr Schafthöhe, obwohl ich jetzt damit eigentlich an für sich sonst keine Probleme habe. Aber sie sitzt wirklich gut. Also ist nicht nur geeignet für welche, die einen hohen Spann haben hier am Fuß, auch für ganz, also die jetzt, sag ich mal, in Anführungsstrichelchen normale Spannhöhe haben. Also trägt sich sehr, sehr gut, kann ich jedem nur mal empfehlen, auch auszuprobieren und ich werde sie jetzt des Öfteren mal stricken. Die Jenny hat dann in ihrem Video oder auch bei in ihrem Blog oder so, hat sie dann noch genau angegeben mit den Maschenzahlen, bei welcher Fußgröße und so weiter. Das könnt ihr alles bei ihr dann euch anschauen oder sie fragen. Ja, dann beginnen wir mit der Socke. So. Jetzt habe ich hier 60 Maschen aufgenommen und habe immer 2 rechts, 2 links gestrickt über 10 Reihen und dann habe ich anschließend hier 5 Reihen glatt rechts in der grünen Wolle gestrickt und nun beginne ich hier mit dem Blütenmuster. Ich gehe mal so ein bisschen hier mit der Hand hinein, dann sieht man das besser. Sieht ganz hübsch aus. Okay. Das Muster, was ihr strickt, geht über insgesamt 4 Reihen und der Report geht über 6 Maschen. Also die Maschenanzahl, die ihr hier für euren Sockenschaft nehmt, muss durch 6 teilbar sein. Und jetzt fangen wir an. Okay, die erste Farbe ist hier dieses Flamingo. Und ihr beginnt mit der ersten Reihe und zwar strickt ihr eine Masche rechts, 5 Maschen links. Eine Masche rechts, 5 Maschen links. Also eine Masche rechts, 5 Maschen links, dann wieder eine Masche rechts und wieder 5 Maschen links. Und das macht ihr jetzt die ganze Reihe, bis ihr wieder bei der ersten Masche seid. Und dann beginnt die zweite Reihe und das zeige ich euch gleich. So, jetzt beginnt die zweite Reihe und die macht ihr wie folgt. Also die erste Masche wird wieder rechts gestrickt. Die wird hier rechts gestrickt. Und jetzt wird die nächste Masche auch rechts gestrickt, also die nächsten 5 Maschen auch rechts. Aber jetzt erfolgt immer nach jeder rechten Masche ein Umschlag, also nach der ersten Masche rechts, nach der zweiten, nach der dritten.
dritten und nach der vierten rechten Masche erfolgt ein Umschwung, dann wieder rechts und jetzt kommt wieder die erste rechte Masche. Ne? Also das waren jetzt hier rechte Maschen auf den zuvor linken Maschen, diesen fünf. Okay, jetzt schrägt ihr wieder die erste Masche rechts, die erste von den linken Maschen wird rechts gestrickt, dann Umschlag, rechts, ein Umschlag, rechts, ein Umschlag, rechts, ein Umschlag, wieder rechts, 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 dann wieder ein Umschlag. Und das macht ihr wieder so lang, bis ihr dann wieder vorne an der Reihe ankommt. So, nun erfolgt die Reihe 3. Und in dieser dritten Reihe findet nun diese Wickelung statt. Also strickt ihr wieder die erste Masche rechts. Die parke ich jetzt hier. Jetzt nehme ich mir eine Hilfsnadel zur Hand, hebe die erste Masche rechts ab und die Umschläge lasse ich einfach fallen. Die nächste Masche rechts abhängen und den Umschlag einfach hier von der Nadel rutschen lassen. Wieder abheben die rechte Masche, Umschlag fallen lassen und das gleiche noch einmal. Okay, hier kommt dann die nächste rechte Masche, die ursprüngliche. So, jetzt habt ihr hier diese fünf Maschen auf der Nadel liegen. Diese Nekonadel, die schiebe ich mir jetzt hier auch so ein bisschen um die Ecke. Dann tue ich die Hilfsnadel, die umwickle ich jetzt von hinten. Und zwar einmal und zweimal. Also die Tina hat zweimal umwickelt und dann weiter gestrickt. Und ich habe da nicht ganz aufgepasst bei ihrer Anleitung und habe es aus Versehen dreimal umwickelt. Also ich mache das jetzt auch so weiter mit dreimal, damit es natürlich einheitlich ausschaut. Okay, jetzt nehme ich die Maschen davon ab auf meine eigentliche Nekonadel. Diese 5, die hebe ich jetzt einfach darüber. Also ich mache das so ganz gern, weil das geht einfacher mit der Hilfsnadel. Ich zeige euch aber auch, wie ihr es ohne jetzt Hilfsnadel machen könnt. Geht auch. Ihr hebt wieder die erste Masche ab, Umschlag fallen lassen. Abheben, die rechte fallen lassen, abheben, fallen lassen und so weiter. Und hier kommt ihr wieder bei den rechten Maschen an. So, jetzt umwickelt ihr wieder von hinten den Faden, der liegt hinten. Dann tut ihr den vor die linke Nadel legen und hebt die Maschen mit der linken Nadel, diese 5 Maschen, also mit der linken Nadel von der rechten ab, macht ihr den Faden davor, dann hebt ihr die 5 wieder zurück. Könnt ihr wieder dahinter machen, wieder davor. Und ich habe es dann ja noch einmal gemacht. Also es geht auch, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und dann wieder rechts. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich das mit meiner Hilfsnadel mache. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, was besser ist. Aber kann man ja ausprobieren. Ich hebe die wieder ab. So, da habe ich sie. Und die lege ich mir hier ein bisschen darunter. Die halte ich mir da hoch und dann nehme ich einfach den Faden und wickel den dreimal so herum. Ich finde, das geht auch ganz gut. Also könnt ihr ausprobieren, wie ihr besser zurechtkommt. Jetzt hebe ich die hier ab. Und die nächste Masche wird wieder rechts gestrickt. Ich mache nochmal die andere Art. Ich hebe die mal wieder jetzt hier ab. So, Faden nach vorne. Die wieder zurückgehoben. Ja, geht genauso eigentlich. Okay, geht vielleicht doch besser.
So. Fertig. Und das macht ihr auf der anderen Seite dann genauso. Okay. So, jetzt folgt die Reihe Nummer 4. Und die strickt ihr wieder wie die erste Reihe. Also die, ne? So, die erste Masche rechts. Und dann die hier umwickelten. Diese 5 Maschen müsst ihr jetzt hier raus. Und das geht jetzt hier bei mir ein bisschen schlechter, weil ich es ja 3-mal umwickelt habe. Dadurch sitzen die Maschen jetzt enger auf der Nadel. Diese 5 strickt ihr jetzt wieder links ab. Und dann wieder eine rechts und wieder 5 links. Und dann ist dieses Blütenmuster schon fertig. So, die andere Seite macht ihr dann genauso. Und dann anschließend nach diesem Blütenmuster habe ich wieder dann hier 5 Reihen glatt rechts in dem Grün gestrickt. Dann habe ich die Blüten mit dem gelben Garn gemacht und dann mit dem lilafarbenen. Ihr seht, dass ich hier diese Blüten immer so ein bisschen versetzt habe. Ne? Also das sind ja 5 Maschen. Und bei der nächsten Blütenreihe habe ich dann hier in der Mitte, also die mittlere von den 5 Maschen, linken, von den 5 linken Maschen, habe ich dann als diese rechten Maschen genommen. Und dazwischen dann, von da ab, dann immer die Blüten gestrickt. So hat man so einen leichten Versetz. Ihr könnt aber auch immer in der gleichen Ebene die Blüten stricken, also oder 2-mal die gleichen Blütenreihe und dann versetzt. Also das könnt ihr machen, wie es euch gefällt. Ich zeige euch auch hier am Ende des Videos noch andere Ideenvorschläge. Und ja, ich beginne dann gleich mit der Sichelferse. So, nun beginnen wir die Ferse und zwar stricke ich hier die Sichelferse von der Jennifer Roschinski. Die hat dazu auch ein sehr schönes, ausführliches Video gedreht. Das verlinke ich euch auch hier unter dem Video. Und das Schöne an der Sichelferse von ihr ist, dass sie hier, wenn man hier dieses Dreieck sieht, das ist so ein bisschen zusätzlich hier eingearbeitet und dadurch ist die Socke ideal geeignet für welche, die einen höheren Schaft haben. Und ansonsten hier unten ist es an für sich wie die herkömmliche Boomerang-Ferse gestrickt. Also eigentlich auch hier nach oben. Aber das Interessante halt hier ist diese eingearbeitete Sichel. Ja, und da fangen wir jetzt mal an. Okay, also die Jennifer Roschinski hat das gezeigt mit einem herkömmlichen Strickspiel, wie man die Sichelferse strickt, und ich zeige euch das jetzt, wie ihr das hier mit dem Neko-Strickspiel stricken könnt. Ihr braucht dafür dann noch 2 Maschenmarkierer. Die Jennifer hat dann auch bei sich noch genau erklärt, also ich habe jetzt hier insgesamt 60 Maschen und lege dann nach 7 Maschen einen Maschenmarkierer rein und dann hier vor den letzten 7 Maschen einen Markierer lege ich hier hin. Und sie sagt das dann noch genau, bei welcher Größe ihr und bei welcher Maschenzahl ihr dann wo die Maschenmarkierer setzt. Das schaut ihr am besten bei ihr nach. Okay, also dann fangen wir mal an. Jetzt stricken wir praktisch immer nur über diese eine Nadel, Neko-Nadel, die Ferse hin und her. So, jetzt habt ihr hier auf der einen Neko-Nadel, die ihr jetzt immer hin und her strickt, die Ferse 30 Maschen zu liegen, und ich stricke jetzt die ersten 7 Maschen ab. So, und danach hänge ich den ersten Maschenmarkierer ein. Ich habe immer so kleine aus Fadenresten selbst gemachte Maschenmarkierer. So, dann strickt ihr die anderen Maschen bis vor den am Ende bis vor den restlichen 7 Maschen und dann kommt wieder ein Maschenmarkierer. Jetzt habe ich zu weit gestrickt. 3, 6, 7. Okay. Ja. So, fertig. So, und jetzt strickt ihr bis zum Schluss von der Neko-Nadel die 7 Maschen.
Und bei der die letzte Masche, die macht er jetzt eine Shadow Wrap Masche. Also macht er hier aus der Muttermasche, hebt ihr hier hoch auf die Nadel und strickt daraus eine Masche ab und hebt sie wieder zurück auf die linke Nadel. Also ich wiederhole noch einmal. Also das ist jetzt die letzte Masche auf der Neko-Nadel von dieser Reihe. Ihr stecht nicht in die eigentliche Masche hinein, sondern hier in die Muttermasche. Die hebt ihr hier auf die Nadel und dann strickt ihr die, wie, als wäre das eine Masche, die strickt ihr dann. Und diese gestrickte Masche hebt ihr zurück auf die linke Nadel. So habt ihr hier eine Doppelmasche liegen. Jetzt dreht ihr das Ganze um und strickt die ganze Reihe zurück. Bei dem Video von der Jennifer zeigt sie, wie man auf der rechten Seite zurückstrickt. Also das könnt ihr euch einfach mal auch anschauen. Das ist wirklich toll gemacht, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und die erklärt euch, dass wie ihr, wenn ihr jetzt nicht links stricken möchtet, sondern wie ihr immer rechts strickt, also hin und her. Und ihr seht auch, ich habe jetzt hier unten die andere Nadel. Ne? Das ist jetzt hier dann der Fußrücken. Und hier über die eine Nadel stricke ich jetzt immer hin und her die Socke. Also es geht prima mit diesen Neko-Nadeln. Okay, jetzt kommt hier wieder der Maschenmarkierer rüberheben. Und jetzt strickt ihr hier weiter bis zum Ende. Und aus der letzten Masche macht ihr jetzt wieder eine Doppelmasche. Die hebt ihr hier die Muttermasche auf die Nadel, strickt sie links ab und dann wieder zurück auf die linke Nadel. So, ich wiederhole noch einmal. Also das ist jetzt hier von der linken Seite die Muttermasche. Die zieht ihr euch ein bisschen hier hervor, hebt sie auf die linke Nadel und dann strickt ihr die wie eine normale linke Masche und dann hebt ihr die Masche auf die linke Nadel zurück. Wendet das ganze Strickgut. Und strickt wieder eure Maschen bis zum Maschenmarkierer. Und hier macht ihr jetzt nach diesem Maschenmarkierer, strickt ihr eine zusätzliche Masche aus dem Faden heraus. So, also ihr nehmt den Faden hier auf, macht wie so eine Wendung. Verdreht die und macht eine Masche, strickt ihr hier heraus. Das macht ihr jetzt auf jeder Hinreihe. Einmal hier nach dem Maschenmarkierer und einmal vor dem Maschenmarkierer. Jetzt drücke ich die wieder hier vom Maschenmarkierer. Hier nehme ich wieder eine Masche aus dem Querfaden heraus. Okay, so. Jetzt strickt ihr in dieser Reihe nochmal hier aus dieser Doppelmasche noch eine weite heraus. Ne? Dann habt ihr dann hier drei Maschen liegen. Also ihr nehmt wieder hier diese Muttermasche und strickt noch eine weitere Masche draus. So dass ihr hier drei Maschen liegen. So wenden und das gleiche wieder auch auf der Rückreihe. Auf der Rückreihe finden keine Maschenzunahmen hier statt. Maschenmarkierer rüberheben. So. Strickt er bis zum Schluss.
Und da macht ihr auch aus dieser Doppelmasche dann eine Trio-Masche. Also ich nehme wieder hier die Muttermasche, das ist hier die, hebe sie mir auf die Nadel rauf und stricke dann noch eine Masche heraus. So, dann wende ich das Ganze. Jetzt strickt ihr wieder bis zum Maschenmarkierer auf der Hinreihe und dann erfolgt wieder eine Maschenzunahme. Okay, jetzt vor dem Maschenmarkierer hier aus dem Querfaden eine Maschenzunahme. Also ihr tut immer zwischen diesen beiden Maschenmarkierern immer, da, also hier einmal dahinter und hier auf der Seite davor eine Masche zunehmen. Und nun, hebt ihr den wieder darüber, jetzt strickt ihr weiter und hier haben wir die Dreiermasche. Und jetzt machen wir aus dieser der vorherigen, also der nächsten Masche, die lassen wir jetzt so dreifach, dann machen wir eine Doppelmasche. Also gehen hier wieder in die Muttermasche und da wird eine Doppelmasche draus gestrickt. Und jetzt folgen bis hier zum Maschenmarkierer nur noch Doppelmaschen, nicht mehr Dreifachmaschen. Kommt gleich der nächste Maschenmarkierer. Okay, das war hier die Dreifachmasche und da macht ihr jetzt wieder eine Doppelmasche draus aus den vorletzten da. Okay, so. Wenden. Ja. Maschenmarkierer wieder herüberheben, Quermasche. Zunehmen, hier aus dem Querfaden die Masche zunehmen. Ne? Okay, weiter stricken. So, und jetzt seht ihr, hier hatten wir am Anfang, also am Anfang, und am, also hier ist das Ende und da war der Anfang von der Nekonadel. Da sind diese Dreiermaschen und danach folgen nur noch diese Doppelmaschen, also nur noch zwei, also dass ihr aus einer Masche noch eine zusätzliche rausstrickt. Nur bei dem ersten und bei der letzten Masche macht ihr aus einer Masche drei. Ne? Also jetzt kommt hier diese Masche dran, ihr geht wieder in die Muttermasche und strickt da eine zusätzliche heraus. Und das macht ihr dann bis zu diesem Maschenmarkierer erstmal. So, jetzt habe ich das hier fertig gestrickt bis zu den Maschenmarkierer mit den Doppelmaschen und hat hier immer schön zugenommen. Und ihr seht hier an meinem Maschenmarkierer, an dem Faden, der da drin sich mit eingewebt hat, den ziehe ich gleich raus, aber ist eigentlich gar nicht schlecht, weil
Ihr seht nun, dass hier waren ja immer diese verkürzten Reihen gestrickt durch diese Doppelmaschen. Und hier hatten wir ja nach dem Maschenmarkierer immer zugenommen. Und das ist diese Sichel, die da zusätzlich hineingestrickt wird. Und nun strickt ihr einfach weiter diese Doppelmaschen, bis ihr in der Mitte 10 Maschen übrig habt. Also jetzt mache ich hier nochmal 7 weitere Doppelmaschen und auf der Seite. So dass ihr jetzt, also ihr strickt jetzt praktisch einfach die Shadow Wrap Ferse weiter. Und das seht ihr auch hier, ne? Also hier ist ja fertig gestrickt. Hier war der Maschenmarkierer. Also nochmal hoch. So sieht das ja jetzt aus. Da ist der Maschenmarkierer und der war hier. Also wir haben jetzt dieses Stück bis dahin runtergestrickt, dieses Teil. Und jetzt strickt ihr einfach weiter hier diese Doppelmaschen, bis ihr hier unten 10 Maschen habt. So, jetzt habe ich hier in der Mitte habe ich noch 10 Maschen zu liegen. Und da habe ich jetzt überall diese verkürzten Reihen mit den Doppelmaschen gestrickt. Aus der letzten Doppelmasche, die ihr hier habt, rechts und links von den 10 Maschen, macht ihr jetzt eine, auch wieder so eine Trio-Masche, also eine Shadow Wrap, wie auch immer man das bezeichnet. Also ihr strickt dann nochmal die 10 Maschen hin, bis zu der letzten Doppelmasche. Und aus dieser Doppelmasche macht ihr noch eine weitere Doppelmasche. Also hier, da habe ich ja schon die beiden und da mache ich jetzt noch eine daraus. Die hebe ich hier wieder zurück. Also so, dass ich am Anfang diese Dreiermasche habe und am Ende. So, und das gleiche auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, das kennt ihr von der Shadow Wrap Ferse. Da gibt es die Videos von der Jennifer Ruschinski oder auch von anderen nachher. Also könnt ihr auch schauen. Jetzt habe ich hier die letzte Doppelmasche und da mache ich jetzt noch mal die dritte noch drauf. So. Und rüberheben und wenden. Okay, und jetzt strickt ihr die 10 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und diese Masche, diese 3, die strickt ihr jetzt wie eine ab. Also wie gesagt, das kennt ihr aus den anderen Anleitungen von den Shadow Wrap Fersen. Und jetzt macht ihr hier auch wieder eine Dreiermasche draus. Aus der nächsten. Und wendet wieder. Hier, das sind die 3 Maschen, die strickt ihr wie eine linke Masche und dann aus der nächsten auch wieder noch eine weitere Doppelmasche herausstricken, wenden und wieder zurückstricken. Und das macht ihr jetzt so lange weiter, das strickt ihr dann wieder zurück, diese Doppelmaschen, bis ihr hier wieder an den Maschenmarkierer kommt. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ihr den Maschenmarkierer entfernt, aber lasst ihn lieber bitte da drin. Dann seht ihr genau, bis wohin ihr wieder zurückstricken müsst. Also ich habe jetzt hier wieder diese 7, also hier ist diese Dreifachmasche und dann 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier am Ende ist nochmal eine Dreifachmasche. Und jetzt strickt ihr alles wieder im Kreis. Also hier wendet ihr, ne, habt ihr bis dahin gestrickt. Und jetzt strickt ihr den ganzen Fuß wieder im Kreis. Und dazu strickt ihr jetzt erstmal hier dieses Käppchen zurück. So. Also
Lass die Maschenmarkierer lieber drin. Ich habe das irgendwie vergessen gehabt. Ihr strickt ja nur bis dahin diese normale Shadowrap-Ferse zurück. So, und da hier würde eigentlich der Maschenmarkierer ursprünglich gesessen haben. Da, den hatte ich ja vorhin entfernt. So, und jetzt strickt ihr, das ist diese Dreiermasche, die strickt ihr wie eine Masche rechts. Und dann folgen die Doppelmaschen, die strickt jetzt einfach immer zusammen wie eine Masche ab. So. So sieht das dann aus. Und da habt ihr hier diesen, das ist jetzt hier dieser Zwickel, ne? Oder Sichel. So, jetzt strickt ihr hier den Fußrücken. Das sind ja auch 30 Maschen. Ich ziehe immer so ein bisschen vorsichtig an der Nadel und dann lege ich die Maschen hier schön über den Bogen herüber. So, und jetzt kommen hier auf der anderen Seite auch die Doppelmaschen. Da ziehe ich mir die hier auf die Nadel so ein bisschen. Ich mache das so, dass ein schönes Maschenbild entsteht. Ja. Zieht ihr ein bisschen fest den Faden, sonst habt ihr dann ein Loch. Und dann die nächsten Maschen auch immer. Ich hebe mir immer die erste so ab und kippe die, damit das hier dann ein schönes Maschenbild ist auf der Seite. Weil ich ja die Maschen immer andersrum stricke wie die meisten. Müsst ihr halt gucken, wie ihr sie dann hinhebt. Jetzt kommt diese Dreiermasche. Okay. Und da ziehe ich immer so ein bisschen fest. So. Und wir haben jetzt hier 3, 3, das sind 10, das sind 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und dann noch 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Maschen. Und wir müssen wieder auf 30 Maschen zurückkommen. Und das bedeutet, dass ihr jetzt ab der nächsten Runde, das zeige ich euch jetzt, das ist jetzt wie bei einer Käppchenferse, wenn ihr dann nachher den Zwickel da bildet noch. Spiegel heißt es, Spiegel. So, das ist der Fußrücken, da verändert sich ja gar nichts an den Maschen. So, und jetzt strickt ihr die ersten beiden Maschen zusammen. Einfach zusammenstricken und die letzten beiden von der Nadel.
Die beiden strickt ihr auch zusammen. Fertig habt ihr schon. Jetzt habt ihr dann nur noch 36 Maschen. Und dann strickt ihr hier wieder den Fußrücken und so weiter. Und ihr macht jetzt zwei Reihen glatt rechts und dann nehmt ihr wieder erneut ab. Und das macht ihr insgesamt viermal. Und dann habt ihr eure Ferse fertig gestrickt. So. Also so schaut das dann aus. So. Also das ist praktisch hier, der Clou an der Ferse ist, an der Sichelferse, ihr nehmt hier zu. Hier macht ihr schon wie bei der Shadowrap-Ferse diese Doppelmaschen. Die strickt ihr eigentlich durchweg, bis ihr hier unten eure 10 Maschen habt. Und dann strickt ihr die zurück, aber diese Shadowrap-Ferse wird nicht bis oben hin wieder zurückgestrickt, sondern nur bis dahin, wo ursprünglich dieser Maschenmarkierer war. Also deswegen lasst den doch lieber da drin. Ich habe da nicht mehr dran gedacht. Und zwischen diesen Maschenmarkierer am Anfang nehmt ihr halt zu. Habt ihr 7-mal zugenommen. Und deswegen habt ihr hier nachher diesen Zwickel. Und wenn ihr dann bis zum Maschenmarkierer eure Doppelmaschen wieder zurückgestrickt habt, dann nehmt ihr die letzten Doppelmaschen, strickt ihr wie rechte Maschen, strickt dann im Kreis weiter eure Socke und nehmt wie bei einer Käppchenferse dann hier ab, diesen Zwickel. Das war's. Und dann eure Fußspitze, das kennt ihr ja, da habe ich dann hier auch immer einmal abgenommen, dann alle zwei Reihen rechts, dann wieder abgenommen und dann nochmal zwei Reihen rechts abgenommen und so weiter, bis ihr dann hier unten auch noch 8 oder 10 Maschen hatte ich hier, ich weiß jetzt gar nicht genau. Und die vernäht ihr dann mit der Nähnadel. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei der lieben Tina von Fritz Wollkommen für die Spring Borsalom Ring Sockenanleitung. Also sie hat dann, die hat hier vielleicht auch anderen Reihen rechts, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also mir ging es jetzt einfach darum, um diese schönen verrückten Blümchen da hinein zu stricken, diese Frühlingsblümchen. Also danke, liebe Tina, tolle Idee. Die Anleitung könnt ihr euch von ihr holen. Ich verlinke euch auch ihren Link und danke, liebe Jennifer. Ich habe dich gefragt, ob ich hier die Sichelferse mal mit dem Neko-Strickspiel zeigen kann. Ich hoffe, ich habe es richtig gestrickt, liebe Jenny. Und tolle, tolle Ferse. Werde ich jetzt mal öfters stricken. Also kann ich nur empfehlen, schaut bei ihr vorbei. Und sie hat auch wunderschöne handgefärbte Wolle, super Qualität. Also ich bin auch gerade am Stricken von einem Pulli. Ich bin begeistert. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr noch irgendwie über unsere Neko-Nadeln was erfahren möchtet, das verlinke ich euch auch drunter. Das ist dann unter www.nekonet.com. Und tschüss, eure Diane. Bis zum nächsten Mal.